Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Dirt Park Video. Immer noch der erste Tag, in dem ich mit dem Dirtbike unterwegs bin. Ich bin jetzt noch hier nach Oberreichenbach gefahren und hier wurde ein relativ neuer Dirtpark gebaut. Es sind mehrere Lines, so größere, kleinere Jumplines und Pumptrack. Größere ist hier die ganz außen die Line, etwas mehr in der Mitte so die kleinere Line und ganz in der Mitte so dieser Pumptrack. Das Geile hier ist, hier gibt es einen fetten Tricksprung. Bin mal gespannt, ob ich hier noch ein paar Tricks rausfetzen kann. Ich bin schon ein bisschen K.O. vom ersten Mal fahren, aber gleich muss ich nur einfahren. Ich würde sagen, ich mache die GoPro an und wir fetzen eine Runde. Und ich zeige euch kurz den Park. Let's go. Ja, das ist wichtig. So Leute, hier geht's rein. Ich fahre erstmal, oh mein Gott. Ich fahre erstmal die kleine Line. Aber die ist schon sehr klein. Boah. Okay, war ein bisschen zu langsam. Dann mal die große. Die große Leine ist schon echt weit. Vor allem der letzte Sprung, den habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, drüber zu kommen. Versuche jetzt mal mit noch mehr Speed alle wegschlucken und dann den letzten rüber zu fetzen. Mal schauen, wie das geht. Hier Leute, das sind locker 4,5 Meter, würde ich schätzen. Ich springe jetzt die, wofür ich da bin, und zwar die große Leine. Bin echt gespannt auf den Trickkicker da hinten. Aber als erstes, ich glaube, aus der Kurve raus, hier rein und drüber. Let's go. Hat mich ins Flat reingeschleppert, ey. Alter Schwede. Ich glaube, da ist noch keiner gefahren. Ich wollte extra außen abziehen, dass ich schön reinkomme und Speed habe. Aber ich glaube, da ist noch niemand gefahren. Weil hier sind auch gar keine Spuren und das ist auch noch nicht festgefahren hier. Das ist einfach ultra locker. Ich bin eingeschlagen und gleichzeitig noch weggerutscht. Das heißt, ich fahre jetzt an der Seite vorbei, um diesen wunderschönen Tricksprung zu springen. Ich muss echt sagen, das ist einer der besten Tricksprünge, an denen ich bis jetzt war. Holzkicker, übel geil. Du hast immer denselben Absprung. Relativ gute Anfahrt, also man muss davor nichts springen. Übel geil. Und Rindenmulch, auch am Start, auch übel geil. Ich würde sagen, ich ziehe da jetzt mal ab und schau mal, was ich so an Speed rausbekomme für den Tricksprung. Rein da. Einfach first try, aber auf dem Weg zum Sprung, ey, ich muss mich so totstrampeln. Uff, big, big, uff. Yes! Woo! Yes! Let's go! Oh. Oh mein Gott, das ist schon nice. Yes, 360 über einen Holzjump am ersten Tag auf dem Mountainbike beziehungsweise auf dem Dirtjumpbike. Puh. Ja Freunde, ich würde euch gerne eine Sache mit auf den Weg geben. Ist mir gerade eingefallen beim Fahren. Und zwar weiß ich wieder, warum ich aufgehört habe, BMX zu fahren damals. Mir hat das ultra viel Spaß gemacht. Ich habe es wirklich geliebt, einfach BMX zu fahren. Und ich merke, seit ich jetzt wieder gestartet habe zu fahren, wie sehr ich es vermisst habe. Und ich bin mega happy, dass ich es wieder für mich entdeckt habe. Aber ein Grund, warum ich damals aufgehört habe, war, dass ich immer alleine fahren war.
Ich hatte nicht wirklich viele Freunde, die auch BMX gefahren sind. Ich hatte viele Freunde, die Dirtbike gefahren sind und so. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich nur noch alleine im Dirtpark war. Und ja, dann hat es mir irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, beziehungsweise konnte ich mich dann nicht mehr so aufraffen. Es war natürlich auch blöd, dass der Dirtpark so eine halbe Stunde Minimum von mir weg war. Und ich hatte auch durch die Ausbildung dann weniger Zeit. Ich würde euch sagen, wenn ihr ein Hobby habt, was ihr übertrieben feiert, dann macht nicht denselben Fehler wie ich und hört einfach auf. Nur weil ihr keine Freunde habt, die mit euch fahren oder so, oder weil ihr mal alleine fahren müsst. Ich habe jetzt schon in der kurzen Zeit, wie ich wieder angefangen habe, so viele coole Leute kennengelernt, die auch BMX fahren, Skateboard fahren, Trampolin springen und so. Und wenn man sein Hobby durchzieht, dann lernt man da auch Leute kennen. Natürlich hat man Tage wie jetzt, wo ich alleine im Park bin, aber ich merke echt, wie ich es vermisst habe. Ich habe übertrieben Spaß heute, auch wenn ich alleine bin. Und deswegen tretet euch vielleicht selber in den Arsch, wenn ihr wisst, dass ihr irgendwas feiert und es nur nicht macht, weil keiner mitmacht. Macht es einfach alleine, weil das kann auch geil sein. Jetzt hier die Ruhe, ich mache ein bisschen meine Tricks und so. Ist schon auch mega cool. Und an der Stelle möchte ich auch ein riesengroßes Dankeschön an euch raushauen, dass ihr die Videos hier schaut. Dass ihr mich so supportet hier auf meinem Weg. Ohne euch hätte ich zum Beispiel gar nicht das Bike hier, weil nur weil ihr die Videos hier schaut, kann ich mit so nicen Firmen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel den Bike Devils, die mir das Dirtbike gestellt haben. Und deswegen ein riesengroßes Dankeschön geht raus an euch. Danke für euren Support. Falls ihr noch kein Abonnent von dem Channel seid, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und Teil dieser wunderschönen Community seid. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr die Regelungen ein bisschen chilliger sind und ich hoffe, wir können dann fette Fantreffen machen. Weil ich würde gerne mit euch gemeinsam fahren. Achso, und da fällt mir gerade ein, ich will jetzt öfter auf Instagram posten, wenn ich irgendwo fahren bin, alleine oder mit Freunden, sodass ihr die Möglichkeit habt, auch mit mir zusammen zu fahren. Deswegen folgt mir auf Instagram. Ich poste dann, wo ich bin. Es kann auch sein, dass ich mal irgendwie in Köln bin oder in Hamburg oder sowas und da spontan fahre. Also folgt mir auf Instagram, um nichts mehr zu verpassen. Ich habe gehört, da gibt es auch bald ein kleines Giveaway. Deswegen folgen lohnt sich schon mal. Ihr wisst Bescheid, Leute. Jetzt muss ich noch ein paar Tricks machen. Hey, wenn ihr das Video hier gefeiert habt, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr noch mehr Videos von mir anschaut. Ich verlinke sie euch jetzt hier auf der Seite. Schaut da gerne vorbei für mehr Mountainbike-Content. Lasst gerne ein Abo da, ich würde mich extrem drüber freuen. Und falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, sage ich immer, ist der Daumen oben, würde man euch loben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye, bye.